Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous parlez si bien français que je vais parler toute la soirée auf Französisch. Nein. Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Herren Minister, Frau Staatsministerin, Herr Dr. Theo Weigel, meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs. Es ist immer für mich ein Spaß, auf Deutsch zu sprechen. Und es ist mir eine besondere Ehre, mich heute Abend vor meinem Landsmann aus dem Saarland, Bundesminister Peter Altmaier, an Sie wenden zu dürfen. Ich bin zwar hundertprozentiger Franzose, doch ist meine Familie seit 200 Jahren in Deutschland verwurzelt. Ich muss Ihnen sogar gestehen, dass Herr Dr. Altmaier Abgeordneten meines Wahlkreises Saar-Louis ist. Darf ich persönlich hinfügen, dass Sie heute Abend besonders schönes saarländisches Geschirr haben. Das haben Sie glücklicherweise bemerkt. Heute Abend sind wir in München und deshalb wollen wir aber Bayern unsere Ehre erweisen. Ein herzliches Dankeschön an Sie, Herrn Dr. Theo Weigel, für die Einladung. Sie haben einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung unserer europäischen Währung geleistet. Ich erlaube mir Ihre Worte vor dem Bundestag im April 1998, kurz bevor die dritte Umsetzungsphase unserer Wirtschafts- und Währungsunion begann, zu zitieren. Nach zwei verheerenden und schmerzhaften Weltkriegen eröffnet das Projekt Europa unseren Kindern und Enkeln Chancen, von denen unsere Väter und Mütter, unsere Vorfahren, nicht zu träumen gewagt hätten. Und so ist es noch heute, 20 Jahre später. Wir können sagen, dass die Währungsunion ein Erfolg ist. 74% der Einwohner des Euroraums unterstützen den Euro. In Deutschland sind es sogar, ich weiß nicht, ob Sie diese Zahlen kennen, 81%. Die Währungsunion ist ein Erfolg. Die Wirtschaftsunion, und wir sprachen von einer WWU, die Wirtschaftsunion ist allerdings noch unterentwickelt. Und das ist aus zwei Gründen problematisch. Erstens, weil der aktuelle Konjunkturzyklus eines Tages enden wird, selbst wenn er heute noch sehr robust wirkt. Wenn wir uns jeder bis zum nächsten Abschwung nicht mit wirksameren wirtschaftspolitischen Instrumenten ausrüsten, könnte die Geldpolitik überfordert werden. Als Zentralbanker teile ich hier völlig die Sorgen Deutschlands. Aber ich sage unseren deutschen Freunden, dass sie genau aus diesem Grund eine stärkere Wirtschaftsunion anstreben sollten. Zweitens, weil das Fehlen einer wahren Wirtschaftsunion den Euroraum bremst. Dabei müssen wir unseren Wachstumsrückstand aufholen, insbesondere gegenüber den USA. Zudem gilt es, den technologischen Wandel zu meistern. Das Thema heute Abend lautet neue Ideen für Europa. Um jedoch neue Ideen zu schöpfen, müssen wir erst mit den alten Klischees aufräumen, die unsere Debatte lähmen. Damit befasse ich mich im ersten Teil, dann stelle ich Ihnen meine drei neuen Ideen für Europa und wirtschaftliches Europa vor. Drei Klischees zuerst. In das erste Klischee verfallen einige, wenn sie von der Reform des Euroraums sprechen und davon ausgehen, dass die Wirtschaftsunion die nationalen Reformen ersetzen könnte.
Nationale Reformen sind jedoch die Voraussetzung für eine starke Wirtschaftsunion. Und was für Sie wichtig ist, Frankreich hat das nun vollauf verstanden. Die neue französische Regierung nimmt den Reformkurs sehr ernst und geht mit beeindruckendem Tempo vor. Ich stelle das als völlig unabhängiger Zentralbanker fest. Frankreich ist heute ein zuverlässiger Wirtschaftspartner für Europa und für Deutschland. Das zweite Klischee würde darin bestehen, die Debatte auf die überkommene Gegenüberstellung deutsche Regeln versus französische Ausgaben zu beschränken. Meines Erachtens, und das sage ich sehr ernst, meines Erachtens dürfen wir weder eine Transferunion einführen, die nur einigen Ländern zugutekommt, noch Eurobonds, die eine Vergemeinschaftung der Schulden zur Folge haben. Ich war mit diesem Satz über Ihren Applaus sicher, aber darf ich daran erinnern, dass Frankreich auch ebenfalls als Nettozahler zum europäischen Haushalt bzw. zur Finanzierung Griechenlands beiträgt. Ich bin aber davon überzeugt, dass die Risikoteilung oder Risk-Sharing zwischen den einzelnen Staaten Hand in Hand mit einem Mechanismus zur Risikominderung, Risk Reduction, gehen kann und gehen muss. Solidarität und Verantwortung widersprechen sich nicht, sie ergänzen sich. Und ich grüße hier Clemens Fuest, Präsidenten des IFO-Instituts, der das mit 13 anderen deutschen und französischen Ökonomisten unterstrichen hat. Zuletzt das dritte Klischee. Hören wir doch endlich auf, die französische Vision dem deutschen Pragmatismus gegenüberzustellen. Um den Euroraum zu reformieren, müssen wir im Grunde von den tatsächlichen Anforderungen ausgehen, vor allem den Anforderungen der Unternehmer und der Unternehmen. Damit werde ich mich im zweiten Teil befassen. Helmut Schmidt meinte bereits 1978, ich zitiere, die Bürger Europas erwarten die Lösung konkreter Aufgaben. Dennoch brauchen wir politische Ambitionen, um zu handeln. Wenn Sie wollen, können wir das Vision nennen. Wir brauchen diesen politischen Willen, um Fortschritte zu erzielen. Das Motto lautet, und ich bin davon überzeugt, jetzt oder nie. Die Bedingungen waren selten so günstig. Wirtschaftsaufschwung in Eurozone. Erste Vorschläge in der Sorbonne des französischen Staatspräsidenten Macron und, ja, europäisches Kapitel des Koalitionsvertrages in Deutschland. Über den Rest des Koalitionsvertrages werde ich natürlich keinen Kommentar abgeben, als Nichtdeutscher. Aber, wenn wir dieses Jahr, wenn wir 2018 nicht handeln, zuerst die Franzosen und die Deutschen und dann die 19 Mitglieder der Währungsunion, werden wir nie vorankommen. Das haben wir in der Vergangenheit geschafft, wie von Herrn Dr. Weigel erinnert. Das können wir heute zusammen schaffen. Und so komme ich zu meinen drei neuen Ideen zur Festigung des Euroraums. Um in Europa Fortschritte zu erzielen, müssen wir zuerst vom tatsächlichen, konkreten Investitionsbedarf der Unternehmen und von den vorhandenen Ressourcen ausgehen.
Was den Bedarf betrifft, so ist die Innovation heute im Euroraum für das Wachstum wesentlich. Angela Merkel erinnerte vor 3 Wochen in Davos daran. Besonders die bayerischen Unternehmen sind in dieser Hinsicht gut aufgestellt. Bayern setzt schon lange auf Innovation und hat seine Wirtschaft in 50 Jahren tiefgreifend verändert. Um jedoch innovativ zu sein, zum Beispiel im Bereich des digitalen Wandels oder der Energiewende, müssen Unternehmen höhere Risiken eingehen können. Dafür brauchen sie auf lange Sicht vor allem Eigenkapital statt Fremdkapitalfinanzierung. In diesem Bereich hat leider der Euroraum einen beträchtlichen Rückstand. Sie sehen die Zahlen in kleinen, aber die sind sehr wichtig. Auf Eigenkapital entfielen letztes Jahr nur 73% des Bruttoinlandprodukts. In den USA waren es 123, also fast doppelt. Das sind die Bedürfnisse. Was jetzt die Ressourcen hinter mir betrifft, sollen wir endlich die positiven Aspekte einer oft schwierigen Debatte, nämlich über die hohen deutschen Überschüsse, unterstreichen. Und zwar, dass der Euroraum positiv über hohe Ersparnisse verfügt. Damit sich diese Ressourcen in Blau und diese Anforderungen in Grün treffen, habe ich eine Finanzierungsunion für Investitionen und Innovation auf europäischer Ebene vorgeschlagen. Sie soll die überschüssigen Ersparnisse von mehr als 350 Milliarden Euro in den Dienst des Eigenkapitals und der Innovation, des digitalen Wandels und der Energiewende stellen. Diese Union muss die bestehenden Initiativen vereinen. Allen voran die Kapitalmarktunion, das ist ein wenig technisch, aber das können wir schaffen. Allen voran die Kapitalmarktunion, aber auch die Bankenunion und den Juncker-Plan. Die Kapitalmarktunion erfordert konkrete Fortschritte in verschiedenen Bereichen: Überprüfung der Bilanzregeln, der Besteuerung und des Insolvenzrechts, um grenzüberschreitende Investitionen zu erleichtern, vor allem, wie gesagt, in Eigenkapital. Darf ich sagen, dass wir im EZB-Rat und mit meinem Kollegen Präsident Jens Weidmann sehr bedauern, dass die Kapitalmarktunion in den jetzigen politischen Diskussionen über einen gefestigten Euroraum soweit offenbar vergessen wird. Meine zweite Idee für Europa betrifft die Qualität der Staatsausgaben. Wir müssen von ihr ausgehen, um Investitionen und Zukunftsausgaben Vorrang einzuräumen. Bisher haben wir uns in erster Linie um die Quantität gesorgt. Eine Bemerkung hier zum Stabilitäts- und Wachstumspakt. Meines Erachtens wäre es sowohl gefährlich als auch illusorisch, die Regeln dieses Paktes ändern zu wollen. Wir sollten sie lieber einhalten. So einfach ist es. Gleichzeitig müssen wir uns jedoch auch Fragen zur Qualität der Staatsausgaben stellen. Zur Steigerung des künftigen, des potenziellen Wachstums auf lange Sicht sind Investitionen unentbehrlich, auch für Bildung und Ausbildung und selbstverständlich für neue Technologien. Das gilt natürlich für die nationalen Haushalte, aber wir könnten die Wirkung mit einem Investitionshaushalt des Euroraums verstärken.
dieser Etat würde zugunsten aller Länder, und ich sage aller Länder bestimmte gemeinsame Interessen finanzieren. Zum Beispiel die Digitalisierung, die Energiewende, die Sicherheit und den Schutz der Außengrenzen. Schließlich kommen wir zu der dritten Idee, die auf eine Frage fußt. Wie gehen wir die Stabilisierung an? Anders gesagt, wie wollen wir Schocks mildern, die einige nationale Volkswirtschaften plötzlich bedrohen? Die Teilung des privaten Risikos, Private Risk Sharing, über die Kapitalmarktunion, die ich gewünscht habe, löst einen Teil des Problems. In den USA ist der Börsenmarkt in der Lage, rund 40% einer Krise in einem Bundesstaat abzufangen. Aber das genügt nicht. Wir müssen unbedingt weitergehen. Sonst wird die Geldpolitik bei der nächsten Rezession überstrapaziert, was gefährlich wäre. Um es auf Englisch nochmal zu sagen, Monetary Policy should not be the only game in town. Deshalb brauchen wir im Euroraum eine bessere Koordination der Wirtschaftspolitik der einzelnen Mitgliedstaaten. Die Wirtschaftspolitik bleibt vor allem national. Dennoch könnten wir eine bessere gemeinsame Wirtschaftsstrategie anstreben, mit mehr Reformen in den Ländern, in denen sie erforderlich sind, und mit einer verstärkten Haushalts- oder Lohnunterstützung in den Ländern, die über einen gewissen Spielraum verfügen. Und diese gemeinsame Strategie könnte durch die Festigung des europäischen Stabilitätsmechanismus als europäischer Währungsfonds ergänzt werden. Ich grüße hier meinen Freund Klaus Regling. Ich glaube, wir sind darüber einverstanden. Voraussetzung ist, dass zu dessen Aufgaben auch die Krisenvorbeugung gehört und das Governance-System geändert wird. Sonst wäre dieser EWF nur eine neue Fassade. Abschließend möchte ich einen letzten Grund nennen, warum 2018 das Jahr Europas sein muss. Unser externes Umfeld mit dem baldigen Brexit und der Präsidentschaft von Donald Trump in den USA. Angesichts der jetzigen Herausforderungen der Globalisierung vermittelt Europa eine zweifache und wesentliche Botschaft. Erstens kombiniert unser gemeinsames Sozialmodell, nennen wir es die soziale Marktwirtschaft, hohe staatliche Leistungen, relativ schwache Ungleichheiten und einen wirksamen sozialen Dialog. Sie ist die richtige Antwort oder die beste Antwort auf die wieder aufflammende Debatte, besonders in UK und in den USA, über die sozialen Ungleichheiten. Zweite Botschaft, wahrscheinlich noch wichtiger. Unser gemeinsames Engagement zugunsten des Multilateralismus ist im Hinblick auf die Versuchung des Protektionismus wesentlich. Wir müssen mit Kanada und einigen asiatischen Partnern die multilateralen Regeln und Institutionen, die von allen anerkannt werden, resolut jetzt verteidigen. Die Welt braucht heute, meine Damen und Herren, ein stärkeres Europa. Deshalb müssen wir Europäer jetzt unser Schicksal in unsere eigene Hand nehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn ich einen letzten Satz auf Französisch sagen darf, jetzt, maintenant, bonne chance à l'Allemagne.